Nee, Leute, ich glaube, ich brich ab, ey. Ich krieg das nicht hin. Rise and Chill hier! Willkommen zu unserem ersten Action Day. Unser Konzept von Action Day ist so, dass einer von uns dreien den Tag für die anderen heute bestimmen wird. Dafür haben wir kleine Zettel vorbereitet. Wir wissen alle nicht, was die anderen geschrieben haben. Wir wissen nicht, was heute passiert. Schnick, schnack, schnuck. Einer zieht. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Haben wir gesagt, der Verlierer zieht oder gewinnt? Und dann ist es schon entschieden. Oh, und nein, wir haben den gezogen. Was wir heute machen, ist entweder einen Rap-Song lernen oder einen Rap zum Beat schreiben. When a rap without poopa. Habt ihr schon mal gerappt? Ja, ein bisschen. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir einen Rap lernen. Und zwar BTS Dang. Und wir teilen das so auf. Ich möchte Shuka sein. Du kannst J-Hope sein. Nee, du machst RM. Schön groß und so. Und du kannst J-Hope sein. Der Witzige. Ich will aber RM sein. Wer fängt denn an? J-Hope. Ich fange an. Was doch? John Hope. Oh, was? VM. VM. Und ich mache Shuka Shuka. Wir haben dafür 3 Stunden Zeit. Jeder lernt seinen Part. Und dann hoffe ich, dass wir am Ende zu einem Musikvideo kommen. Ist Englisch, ne? Song, ne? Nein. Wir lernen jetzt Korean und keiner von uns kann richtig Korean und keiner von uns kann rappen. So, wir haben uns jetzt aufgeteilt. Jeder lernt jetzt seinen Part. Ich schaue mir jetzt mal die Lyrics an. Suche mir jetzt gleich die Romanization raus. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau war, Sugar zu nehmen. Let's see! Willkommen zu meinem wunderschönen Setup hier. Einmal den Text. Hier höre ich mir jetzt den Rap 10.000 Mal an. Mal sehen, ob das was wird. Leute, ich muss sagen, dass mein Part am schwierigsten ist. Ich kenne diese Sprache noch nicht mal. Das Einzige, was ich kann, ist Dang. Okay, let's do this. Go. Alter. Ich habe mir jetzt meinen Part rauskopiert und ein bisschen angepasst und jetzt drucke ich mir das aus. Ich glaube, mir fällt es leichter, wenn ich das Ganze schriftlich auf Papier habe. Ich habe mir das von Nazi abgeguckt. Ich denke mal, ich drucke das auch auf Papier auf und dann mache ich mir Notizen drauf, weil diese Sprache ist nicht einfach. Das ist mein Part. Let's go! Romanization fällt mir schwerer zu lesen als Koreanisch, weil wenn ich Wörter Koreanisch lese, dann habe ich eher ein Gefühl dafür, wie es eigentlich ausgesprochen werden soll. Heißt nicht, dass ich es richtig ausspreche. Aber nee, ich kenne die ganzen Wörter auch nicht. Ich muss ja nicht verstehen, was ich rappe. Hip-Hop? Dang. Nan-nin-o-deng. What? Dang. Kommst du voran? So schwer. Egon, Subje. Das sind Hausaufgaben. Wisst ihr, wie oft ich dieses Wort gehört habe? Als kleiner Junge. Der hieß es vor meiner Mutter immer. Ja, Subje anhago mohe. Du siehst, da sind jetzt so Nerven zusammengebrochen. Ey, John hat den einfachsten Rap-Part, ja? Aussprache ist ganz okay, aber ich komme mit den Höhen und Tiefen gar nicht klar. Ich mache mir gerade Pause, weil ich schaffe das gerade nicht, ey. Da der mittlere Part vom Rapmonster so schwer ist, lasse ich aus und versuche dann den Anfangspart und den Endpart einigermaßen hinzubekommen. Mein Rapper Assistant hier. Na jo? Nana, Dada, Tada. Nee, Leute, ich glaube, ich brich ab, ey. Ich krieg das nicht hin. Dieser Part ist einfach zu schwer. Diese Romanization auszusprechen, das muss man erstmal hinkriegen und lernen. Und dann die Aussprache und dann das Tempo und die Rap-Technik, die er drauf hat, das kann ich nicht und in den normalen Tempo richtig hin. Kein Bock. Kein Bock. Hip-Hop, damn. Worldwide, damn. Webstar, dang, alles falsch, dang. Geht's jetzt rüber und schauen mal, wie es bei den anderen läuft. Wollen wir den Bogen auch machen?
kann ich das Tempo nicht. Das ist verzweifelt. Ey, der Rap Monster Part ist der schwerste Part in dem Song. A few moments later. Die zweite Halbzeit hat angeschlagen. Die Energie ist leider ein bisschen raus. Aber ich bemühe mich weiterhin, diesen Part hier durchzuhauen. Kurz ein Nickerchen machen. Nur 5 Minuten. Nur 5 Minuten. Dann stehe ich wieder auf. 1 hour later. Back at it again. Let's do it. Endspurt. Die letzte halbe Stunde noch. Let's go. 12 seconds later. Wie läuft dein Action-Tag bis jetzt, Nathalie? Scheiße. Wie ist die Stimmung? Ich bin fertig. Ich habe nur den Part gemacht, den ich nur kann. Und das ist nur der. Dann zeig mal. Für die Zuschauer. Nein. Jetzt könnt ihr euch das gleich anschauen. Wir haben eine kleine Sache unterschätzt. Es ist nicht nur die Sprache und überhaupt, dass wir absolut keine Rapper sind. Auch wenn du das Lied, sage ich mal, im besten Fall singen kannst oder rappen kannst. Wie sollen wir das aufnehmen? Mhm. Wie sollen wir daraus ein Musikstück machen? Dann noch präsentieren als Musikvideo. Der erste Action-Tag, wir wussten selber nicht, auf was auf uns zukommt. Ihr wusstet das auch nicht und das ist der Sinn der Sache. Wir haben hier nochmal unsere Krisensitzung. Das ist so schlimm, das geht nicht. Wir sind noch nicht bereit dafür. Können das denn nicht in die Öffentlichkeit bringen? Der einzige Rap, den ich kann, der geht so. Super Nintendos neuester Hit heißt Zelda und der reißt mächtig mit. Abenteuer, Action, schwarze Magie, Drachen und Monster und Fantasy. Ich dachte, ein moderiert kann ich spielen oder so. Das klingt nicht mal gut. Du wolltest ja Rap lernen, ne? Du hast halt sehr viel Rap gelernt. Aber was haben wir denn gelernt? Flow. Flow haben wir gelernt. Hey, klingt echt nicht schlecht. Ding Dong? Er sagt Ding Dong. Ach, Ding stimmt! Dong. Und dann diese Dong. Leichte Stimme. Ding Dong! Was sagst du, Meinung? Ja. Ich hab schon gehört. Ja. Das ist echt cool. Also, wir hören uns gerade seinen Part an. Ah! Geil! How about you? Dann gehe ich jetzt auch noch mal rüber. Aber wie nimmst du das auf? Weil dann lass doch lieber so aufnehmen, wie du deine Sache aufnimmst, damit das alles gleich klingt. You wrong, me right, Chalba. Das ist anstrengend. Ich kann nicht mehr. Boah, du bist so nass. So Leute, das war unser erster Action-Date, mein Rap-Day. Wir haben heute auch den ganzen Tag damit verbracht, diesen Rap zu lernen. Ich hoffe, euch hat dieser ganze Prozess gefallen. Seid gespannt, was die beiden Jungs noch so auf Lager haben. Subscribe den Channel, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Folgt uns auf unseren Socials, Instagram, bla bla. Tschüss! Und hier das Video. Rapstar, dang, young rapper, dang, punk time, dang, because you, bang, worldwide, bang, chart we, bang, bang, bang. Ugizi, ugizi, yeah, oh, 옆친 느낌지, yeah, 솔직히 대들이, yeah, 왜 저리 만들리, yeah, 차분히 생각해, yeah, 시간은 많기야, yeah, 이건 숙제야, 숙제, yeah, 뭐 그냥 내 문제는, dang. Airpod, airshot, shot, dang, you roll. Me right, 잘 봐, dang 학교 좀 올려라, dang 이번 생은 글렀어 넌, dang L8, L3, 3파, dang You wrong, me right, 잘 봐, dang 잠깐만, 몸 좀 봐, dang 이번 생은 글렀어 넌, dang dang 내가 보기엔 너 그 dang 우리 모두가 땡 내가 깃발 쫓겨나대 나를 탱전 성화하네 흔히 배 이 음악 떡이 앞에 페이 커트같이 앞에 누친 바다라트 앞에 우리 마하고 있는데 피퍼나다라트 앞에 우리 위암은 없네 우리 마하고 있게
Bangs. Okay, so okay, sounds like a ding. Oh, you jump on a ding. Nan ding dong, nung ding. Nun chaka, nun ding. Ram yom go chunk go ding. Do you could you do your thing? Na ba ning ning a thing. Go check out mocho eo ding. Hip hop, ill sound, samba, jay. You roll, we ride, samba, jay. Chikama, what you buy? So, wir haben uns gerade für den Dreh vor. Seid gespannt.